weil der Tropfen auf dem heißen Stein in der Lampe Gegnerblatt schießen. Ich habe jetzt gerade 3 Stück oder so erwischt. Das ist fast nutzlos. UM212 heißt der. Ich bin gerade down gekriegt. Okay. Der Pisser springt ja halt permanent auf unserem Schiff rum. Die ganze Zeit auf mich am Schiff rumspringt. Ich hab wieder ein Schwarzpulverfass. Ja, das Problem ist halt, dass der bei uns auch den Anker lichtet und so ein Scheiß alles. Echt der doof, Mann. Der eine Typ auf dem Schiff. Einer von denen ist auf dem Schiff auf alle Fälle. Der hat gerade bei ihnen auf dem Schiff oder was? Ja, ja, bei denen auf dem Dreimaster. Der hat mich gerade mit dem Pulver fast gekillt. Ich spawn jetzt wieder bei uns. Ich verstehe es nicht. Warum? So voll random. Keine Ahnung. Das würde ich melden. Ja, aber das hast du ja zum Beispiel nicht. Bleibt man immer irgendwie drin hängen, ne? Jetzt spawn ich auch. Das ist wahrscheinlich, weil wenn man hängen bleibt irgendwie. Weil jetzt bin ich auch gespawnt auf dem Schiff. Hm. Ich bin zwischen den Felsen hängen geblieben. Hallo? Das eine Skelett ist irgendwie unbesiegbar. Ich weiß nicht, ob der da irgendwie auf uns schießt oder ich hab keine Ahnung. Ich glaube, viel Springen ist gut bei den Zombies. Bei den Zombies vor allem. Bei den Skeletten. So eine Art Zombie. Alter Schwede. Ich will keine Planke. Der ist schon wieder bei uns auf dem Schiff, der Affe. Was macht der da die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung. Leider auch kein Pulverfass. Das Problem ist einfach, wenn der jetzt wegfährt, dann wir spawnen ja auf dem Schiff. Das heißt, wir spawnen ja völlig weg von dem Raid da. Ich hab den gerade mal angeschossen mit der Kanone.
Ja, das Schiff von denen. Vielleicht haben wir Glück und das geht unter in der Zeit. Wir sind die beschäftigt, Kind. Voll random einfach so. Ja, bumm, rauf da. Also der Typ ist immer noch bei uns auf dem Schiff. Okay. Er hat mich gerade einmal angeschossen, hat mit der Flinte. Ist der tot? Nein. Halb tot. Ich bin auch da. Am Schiff, oder? Ja. Läuft der guckt da noch irgendwo rum. Ich komme jetzt gleich auch aufs Schiff. Halt null Bananen. Wird eh gleich down sein. Schalt mal hinter dem. Wir haben den Hit. Ja, das Problem ist, weil nächstes Mal, wenn ich mitgetroffen werde mit der Kanonenkugel, werde ich kaputt sein. Ja, wir sind da euch ja schussreich, weil also aus der Schusslinie von denen. Sag Kuan 212 oder so heißt der. Sag ja nicht Anker, wer passt eigentlich jetzt, ne? Ja, werf mal. Da kommt eh gleich wieder der Penner. Ja, ein Raid versteht er nicht. Der, wie gesagt, der kann nur von dem anderen Schiff kommen eigentlich. Ja. Aber so einfach geben wir uns ja nicht geschlagen. Ich bräuchte halt echt mal Bananen und kriegst ja gar nichts mehr. Pulverfass. Pulverfass reicht, um das Schiff zu versenken. Man kann es theoretisch drunter packen. Also wenn du drunter tauchst mit dem Pulverfass, dann hast du echt schon gute Chancen, es down zu kriegen. Das will ich machen. Ich werde mich aber dann dafür, denke ich mal, selber opfern. Wenn ich ja nur die Flinte habe. Ich bin gleich unterm Schiff. Ja, ich am Ruder oder direkt drunter? Einfach drunter. Schwimmt er auch hoch dann. Jo. Lol. Wow. Was denn? Der ist hochgegangen direkt. Und die reparieren. Aber ist schon gut vollgelaufen, das Schiff. Verlegt noch ein Pulverfass. Mal gucken, was mit unserem Schiff hier gerade so abgeht. Geht da noch? Noch gerade keiner drauf. Kein Pulverfass hier. Du warst in dem Gebäude? Ja. Ich glaube, ich habe dich gerade gesehen. Ja. Ich pisse wieder. Was denn? Da kam gerade einer vom Turm.
Die Frage ist ja, ob die vielleicht sogar so krass konzentriert sind da drauf, noch zusätzlich auf den Raid, ob man sich mit der Slop hinter den Sechsnodden einfach probiert, die zu versenken. Sollten wir eigentlich mal machen. Wie gesagt, die schießen jetzt auch auf uns die ganze Zeit. Bist du auf dem Schiff gleich, ja? Ich bin auf dem Schiff. Komm. Segel ich drinnen. Ich hol den Anker mal rein. Nein. Auch mal eine gute Idee. Wenn sie Stress wollen, sollen sie ihn haben. Ich sag's nur, dass wir nicht abgeknallt werden, ne? Von denen. Mhm. Okay, die scheinen schon mal nicht zu schießen hier. Viel Spaß, ihr Wichser. Euch ankern? Nein, einfach rechts Kurve. Jetzt geht's mal wieder vor den, aber reparieren gehen. Steuern, dass wir hier nicht Hier, dann steuern mal ein bisschen drumrum. Ich gehe mal eben rüber, oder? Kann ich? Die drehen. Lol, die sind dumm, die drehen den Rad mit uns mit, Alter. Oh, schnell. Ich wurde gerade getroffen. Einige Male getroffen. Ich glaube fast nicht, dass sie das repariert kriegen. So, wie schaut's aus? Ich würde jetzt rechts links rum. Alles gut, alles gut. Ich fahr jetzt links rum, ich fahr jetzt links rum. Ich mach gerade einmal leer. Okay. Bin zwar reichlich gehittet, aber. Ja, dann. Wir haben nichts mehr zum Heilen. Ich habe eine Banane, die kann ich dir reinlegen. Ja, habe ich dir reingelegt. Andere Seite. Wir sind wieder repariert. Ja, du müsstest rechts, sonst kann ich nicht schießen. Jetzt kannst du wieder links einschlagen, dann. Ich glaube, einer kommt gleich rüber. Den bin ich ins Wasser geplumpst. Ja, ich geh runter. Oder? Das ist schön auf der Wasserlinie. Machen wir Seitenwechsel? Ich drehe jetzt voll nach rechts wieder. Dass wir gleich wieder rumfahren. Okay, wir haben hier noch 12 Kugeln.
Alter, das dauert Ewigkeit, Mann. Geht das vom Winkel? Ja. Ja, doch, passt. Weiter links. Aber wir haben kaum noch Muni, ne? Mhm. Ja, ich mach rechts. Mann, kann dieser Scheißschiff nicht langsam untergehen. Die müssen so schnell kann die doch gar nicht reparieren, ohne Scheiß. So, ich hole jetzt die letzten zwei Kugeln. Ich weiß nicht, ob du noch welche hast. Ich hab noch 3 Stück. Einen ins Fässchen nehmen. Ich geladen. Geladen. Letzte, ne? Jo. Ey, das kann noch nicht sein. Wahrscheinlich liegen die da auf Grund, deswegen läuft's nicht weiter voll oder so. Keine Ahnung. Aber dann müsste ich ja eigentlich dich bohren, wenn die auf Grund laufen. Der Raid läuft immer noch, ne? Jo. Also wir haben 0 Muni. Ja, das kannst du mir nicht erzählen, die... Was machen wir? Fahr dran vorbei, ich werde einmal entern, vielleicht kriege ich ein bisschen Muni geklaut oder so.